Link, warum bist du noch nicht im Bett? Es ist sehr spät. In Kakariko passieren komische Dinge am Friedhof nachts. Oh Leute, ihr seid ja auch schon wieder da. Na dann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal haben wir Kakariko betreten, ein paar Sachen erhalten, Herzteile, eine Flasche, viele Skulpturas bei Nacht gefunden und heute sehen wir uns mal den Friedhof näher an. Wir haben schon erfahren, da sollen mysteriöse Dinge nachts geschehen. Schauen wir mal nach. Der Friedhof. Grausige Grabgruseltour von 18 bis 21 Uhr. Boris der Totengräber. Der arme Boris, der sieht ein bisschen krüppelig aus. Muss ich mal überlegen, ob ich dem so eine... Ja, es wäre ein bisschen unfair, wenn ich dem so eine Krüppelstimme gebe, so hä, hä. Aber irgendwie wird es halt zu dem so gut passen. Und ich soll ja die alle schon passend sprechen. Nichts gegen Krüppel. Gibt auch coole. Ist ja logisch, sind auch nur Menschen. Ah, ich schweife ab, ethisch. Wir sind in einem Kinderspiel. Obwohl es ja schon sehr grausig ist. RIP. Hier ruhen die Seelen derer, die der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben. Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shika, Beschützer der Königsfamilie und Erbauer Kakarikos. Da Boris nicht da ist, können wir mal in seine Hütte reinschauen. Hütte des Totengräbers. Hier gibt es nicht viel, aber es gibt ein Tagebuch. Und das lesen wir mal. Des Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Natürlich. Ich habe beim Graben einen Schatz gefunden. Der wird lang und kurz und macht Kling. Den behalte ich. Er hat also einen Schatz gefunden. Na, vielleicht gibt er uns den, wenn wir mit ihm reden. Hier am Friedhof, wo es wirklich fucking dunkel ist. Ich hoffe, ihr seht etwas. Ich sehe so gut wie gar nichts. Aber ich sehe gerade im OBS ist das ein bisschen heller. Vielleicht ist auch nur mein Bildschirm hier ein bisschen scheiße. Hallo. Hey, Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt raus? Was kommt raus? Sex, Sex, Sex in der Disco. Nein, ein böses Lied. Lass es uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch? Lass mal stecken. Dankeschön. Wir können hier mit Boris... Oh Leute, ich bin noch eingeschränkter als der. Wir können mit Boris jetzt hier die grausige Grabgruseltour spielen. Ey, was ist denn heute schon wieder los? Jedenfalls müssen wir dem armen Boris jetzt folgen, wie der hier durchstapft. Und an diesen Stellen... Hier. Na komm, Boris, noch ein Stück. Noch ein Stück, Boris. Hier. Ja, stopp, Boris. Hier können wir ihn graben lassen. Hey, weißt du, dass ich hier grabe? 10 Rubine. Ja, mach mal. Du, ein Rubin. Ja, cool. Hier können wir halt auch was ganz, ganz Tolles bekommen. Deswegen... Noch ein Stück, Boris. Noch ein Stück vielleicht. So? Oh, so ist gut. Mach mal. Bitte. Für mich. Nein, hier ist nicht. Und das weiß ich halt auch nicht. Wie genau muss der denn da draufstehen? Ich probiere es nochmal, wenn er draufsteht. Nur zur Sicherheit. Ja, er muss sich wirklich draufstellen mit den Füßen. Sonst sagt er, es ist Verarschung. Also sonst sagt er, hier ist nichts. Hier gibt es, glaube ich, sogar ein Doppelfeld. Mal schauen, dass mit den Füßen schon draufsteht. Lieber Boris. Ah, noch einen Schritt, Boris, komm. Ja, mach mal hier. Bitte einmal. Nein, hier ist nichts. Schon ein bisschen spul. Geh mal zum nächsten Feld. Hey, es ist so dunkel hier. Sagst du, das ist ein neues Feld, Boris? Ja, dann grab mal.
Da haben wir was. 20 Rubine. Ja, geil. Damit können wir weitergraben. Hier gleich beim nächsten Feld. Ich mache erstmal hier das mit dem Boris, weil, wie ihr seht, habe ich eh viel zu viele Rubine. Irgendwie muss ich sie ja ausgeben. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Stopp. Na komm, noch ein Schritt. Okay, du bleibst stehen. Ich behaupte mal, wenn der so stehen bleibt, dann passt das schon. Tatsächlich, ein Rubin. Yeah, geil. Hier ist noch was. Und noch eine Skulltula, die wir nicht holen können. Die sich eigentlich dann gleich mal notieren. Skulltula. Na komm, mach mal Stopp. Friedhof und das zugehörige Item, das ich dafür brauche. Dass ich euch nicht sage. Oh, ich bin so fies, ihr wisst es wahrscheinlich eh. Schiebe ich mal ein bisschen nach unten hier so. Ja, dass ich das später weiß. Dass das nicht dazugehört zu den Dingen, die ich gefunden habe. Jetzt zu uns beiden, Boris. Stopp, stopp, stopp. Oder meinst du? Das passt. Ja, dann grab mal bitte. Nein, hier ist nichts. Ja, komm, Boris, mach mal einen Schritt für Mami. Ich glaub dir das nämlich nicht. Ich glaub, du verarscht mich. Nee, du hast recht gehabt. Ich hab dich verarscht. Ich bin so schlau. Naja, Boris, ist mir schon klar. Ich glaub wirklich, wenn er sagt, nein, hier ist nichts, dann steht er einfach ein bisschen ungünstig. Hier haben wir zwei Felder und ich habe noch 43 Rubine. Hier haben wir halt auch noch Felder. Ich brauche einfach Glück. Betet mit mir. Oder lasst einfach, spult einfach vor, dann habt ihr es auch hinter euch. Komm, Boris, noch ein Stück. Nicht schlapp machen. Ja, komm. Steig drauf. Stopp! Halt, stopp! Nein, hier ist nichts. Das steht aber drauf. Lass einfach nochmal graben, egal. Ach, schaut her, da ist schon wieder was. Ich glaube, der muss wirklich draufstehen, so richtig. Noch ein Schritt, Boris. Stopp! Hoffe ich. Wieder, nein, hier ist nichts, ey. Der zockt mich doch ab. Grab richtig. Bitte. Fuck. Nein, hier ist nichts. Du hast kein Geld mehr. Ich bin reich. Ey, so ein Scheiß, ey, Leute. Dann muss ich das später nochmal machen. Aber nicht in dem Part, in dem anderen halt. Ja, schade. Aber trotzdem können wir uns hier im Friedhof umsehen. Wir können nämlich hier ein bisschen Grabschinderei betreiben. Und dann gibt's hier ein Irrlicht. Starre es lange genug mit L an, dann wird es wohl verschwinden. Na, das hoffst du. Der hinterlässt sogar Geld. Geil. Komm jetzt. Bam. Verdammt. Ach, dann leck mich doch, du Scheißteil. Ich suche hier nämlich ein bestimmtes Grab. Da haben wir es. Hier befindet sich wieder eine wegsprengbare Wand. Und eine Truhe. In dieser Truhe befindet sich der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü und rüste ihn mit A aus. Jawoll. Der coolste Schild in The Legend of Zelda. Mit Abstand. Der Hylia-Schild. Aber anscheinend ist der unserem Linky-Boy ein bisschen zu groß. Und ja, deswegen kann er hier nur einen auf Schildkröte machen. Aber gut, Link. Ich meine, besser als nichts. Euer friert ein bisschen. Gesundheit. Cool. Ich meine, cool nicht, wenn er krank wird, aber cool, das gesehen zu haben. Na, habt ihr diese Animation gekannt? Ich habe sie mal in einem Video gesehen. Schön, dass er die gemacht hat. Gut, damit hätten wir schon mal hier dieses Goodie. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Soll ich alle Gräber prüfen? Na komm, wenn ich schon behaupte, ich spiele 100%, dann checke ich mal alles ab. Findet man ja auch Geld. I like that.
Aber leider gibt es da auch einige Irrlichter, die mich früher oder später ficken werden. Aber gut, hilft nichts. Ich muss hier aufmachen. Kann überall was versteckt sein. Ja, auch nichts. Man hört nur die ganzen Geister rumschwirren. Aber den Boris, den juckt es nicht. Der hat da trotzdem seinen Spaß. Finde ich schön für den Boris. Wenn er sich hier mit Geistern beschäftigt. Ich kann leider wirklich... Na, da schaut her, da war zum Beispiel schon wieder ein Loch. Hätte ich sonst übersprungen. Oh. Ja, servus, wer bist denn du? Wirst du? Oh! Oh, lol! Nein! Hau ab! Was ist das für ein Wahnsinniger? Ich will den anvisieren, aber... Der, wenn mich erwischt, bin ich tot. Ich will ihn scannen. Aber lass dich nicht von dem erwischen, Link. Navi, geh mal hin da. Navi. Navi, versteck dich nicht. Ich will ihn scannen. Jetzt komm da. Oh, Navi, du bist so eine Bitch. Navi, scan ihn. Navi. Jetzt mach mal hin da. Navi, du willst, dass ich hier sterb, gibst zu. Vielleicht. Ein Zombie. Sein Blick paralysiert dich. Wenn er dich anspringt, versuch durch einen Knopfdruck zu flüchten. Jetzt gib ihm. Oh, der kann mich paralysieren. Und ich habe nur noch ein Herz. Werde hier wohl nicht Game Over gehen, oder? Aber ich will den töten. Ich möchte ihn erlösen. Alter. What the fuck? Ein Zombie. Ich weiß nicht, ob man hier noch was tun konnte. Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich sollte mir die Stelle mal merken. Deswegen schreibe ich die hier auch auf. Oh, das wollte ich nicht. Verdammt. Nimm den Käfer wieder. Du Käfersammler, du. Nimm den Käfer. Danke, Link. So, ich schreibe auf. Zombie, Friedhof, Wand. Und noch das, was ich vermute. Dann weiß ich Bescheid. Na, klasse. Jetzt sind die ganzen Gräber hier wieder zugemacht. Wollt ihr mich eigentlich alle an den Eiern knutschen? Hier war das Loch. Ne, hier war nur ein Geist. Ich gönne mir mal eine Milch, weil... Dafür habe ich sie die Milch. Lecker. Calcium. Ja, dann tun wir mal hier weitermachen. Das war also das Loch. Habe ich leider nicht aufgepasst, wo ich überhaupt hergekommen bin. Ist auch wieder nur ein Geist und Geld. Warum liegt eigentlich in jedem Grab Geld? Kann mir das einer von euch erklären? Ist es vielleicht irgendwie Tradition in... Jetzt hätte ich schon fast gesagt in Bayern. In Hyrule, dass man noch Geld in den Sarg legt. Oder hier unter den Grabstein versteckt. Finde ich komisch, aber... Wenn hier so oft Geld liegt, müsste man das beinahe annehmen. Na lol. Wenn ich noch einmal 5 Rubine finde, kann ich ein bisschen Grabgruseltour spielen. Da gibt's halt was, was ich will. Und das brauchen wir halt auch für die 100%. Aber im Moment sieht's da sehr mager aus. So, jetzt habe ich die Gräber hier alle geöffnet. Die hier habe ich ja auch schon geöffnet. Mach sie trotzdem nochmal auf. Einfach weil ich vergesslich bin. Weil ich ein Dü-Dü-Dü-Dü höre, weiß ich, dass ich da schon war. Dü-Dü-Dü-Dü. Ja gut, da waren wir schon. Das sind auch alle Gräber. Ja. Auch wenn es noch so wenig sind. Soll ich jetzt mit dem Boris nochmal spielen? Den Boris interessiert es halt wirklich nicht, ob hier Geister sind oder nicht. Der geht einfach weiter, der Boris. Mach mal, Boris. 5 Rubine. Ja, cool. Da können wir nochmal weitergehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit,
Und der Ort, an dem sich das, was ich suche, versteckt, das ändert sich halt immer. Haut mal ab, ihr Idioten. Ich will mit dem Boris jetzt spielen. Noch ein Schritt, Boris. Stopp. Boris, stopp! Oh, ich glaube, der muss wirklich richtig dick draufstehen. Einmal kann ich noch und einmal werde ich auch noch. Mir egal, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Zum Glück habe ich diesen tollen Schild. Auch wenn ich zu dumm bin, ihn herzunehmen. Boris, spielen. Kümmere dich nicht um die Geister. Wieder nur ein Rubin. Ja gut. Dann geht's hier halt nicht weiter für mich. Aber hier sind auch noch Gräber. Die kann ich aber nicht öffnen. Nein, kein Symbol. Auch hier wahrscheinlich dann nicht. Nope. Hier ist nur ein Triforce-Symbol. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Und auch hier noch ein Grab, auf dem ich erstmal rumgehe. Genau, Link, stell ich mal drauf. Königsgrab. Uns wurde vorhin gesagt, am Eingang von der Wache, im letzten Part, wir sollten mit einem königlichen Schlummerlied hier irgendetwas ausrichten können. Probieren wir das mal aus. Was wird nun passieren? Es regnet, es blitzt, es donnert. What the fuck? Das war creepy. Ein magischer Energiekreis. Boah. Da zerreißt es alles. Und es wird ein magischer Gang frei. Beziehungsweise ein Loch. Lass wir jetzt mal reinschauen. Königsgrab. Ob wir hier was finden werden? In den Gräbern des Königs. Der Könige. Erstmal eine fette Fledermaus. Hier auch. Aber kein Problem für mich. Oh, und ich dachte immer, Fledermäuse hätten nur ein Herz. Da ist noch irgendwo eine. Ich hab Angst. Wo ist sie? Navi, kannst du mir mal helfen? Oh, da kann ich was lesen. Danke, Navi. Erleuchte die lebenden Toten. Erleuchte die lebenden Toten. Was soll das denn bitte heißen? Ach, da ist der Gegner. Haben wir eine Fledermaus schon mal gescannt? Ein Flederbeißer. Benutze L, um ihn effektiv zu treffen. Du kannst ihn auch noch anvisieren, wenn er davonfliegt. Dann verschwinde mal. Hier ist auch ein Skelett. Hier sind so viele Skelette. Das ist nicht mehr normal. Das scheinen auch keine Skelette von Menschen zu sein. Dafür sind sie einfach zu... ja, zu riesig. Was zur Hölle wurde hier unten gelagert? Flatternde Schatten lauern im Dunkeln. Solange sie existieren, versperren sie den Weg. Hier gibt's ja auch nicht zu lesen. Nur hier die flatternden Schatten und... wo ist eigentlich der letzte Flederbeißer? Da. Tot. Ansonsten fliegt Navi auch nur dahin. Okay, dann würde ich mal behaupten, wenn Navi das so sagt, dann habe ich ja auch alles geschafft. Oh. Nur interessant ist, hier befinden sich noch zwei Fackeln. Ich weiß nicht, was wir bekommen würden, wenn wir die untersuchen würden. Ich sollte sie auf jeden Fall mal notieren, auf meiner To-Do-List, dass ich im Königsgrab
nicht richtig schreiben könnte. Meine Fresse. Gesundheit. Bin schon fertig, Link. Tut mir leid. Tut mir leid, sehr verehrte Zuschauer, aber ich will mir halt das alles notieren, wenn ich schon 100% spiele. Das muss alles geordnet ablaufen, ansonsten komme ich irgendwann durcheinander. Deswegen schreibe ich alles auf. Was ich aber am liebsten verdrängen würde, ist dieser Ort. Hier wimmelt es nur so vor Zombies. Nein, gefällt mir nicht. You must die! Yeah! Finden wir uns hier in The Walking Dead oder was? Nein, ich habe die Serie nicht gesehen, obwohl sie so gehypt wird ohne Ende. Juckt mich leider irgendwie gar nicht. Okay, wir sind so über den durchgekommen. Hoffentlich ist hier nichts mehr. Nur noch diese eklige Säure. Warum auch immer die sich in einem Königsgrab befindet. Hier kann ich nichts lesen. Vielleicht ja auf der anderen Seite. Nein, auch hier gibt es nichts. Erstmal am Offensichtlichen vorbeigehen. Warum auch nicht? Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Mond Sonne erneut. Ja, ich habe mich verlesen. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Wurde diese Hymne der Sonne etwa von Rammstein verfasst? Ich weiß es nicht. Klingt dafür auf jeden Fall viel zu fröhlich. Die Hymne der Sonne. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Das ist alles, was da steht. Sie sollen den ruhelosen Seelen Wonne mit der Hymne der Sonne geben. Und hier gibt es einige ruhelose Seelen. Deswegen stelle ich mich mal direkt neben die und spiele mal die Hymne der Sonne. Boah. Die wurden anscheinend versteinert. Aber das hilft ihnen leider auch nicht weiter. Oh, fuck. Nein, ich will keinen harten Sex mit dir. Ich kann sie nur versteinern, aber richtig erlösen kann ich sie leider nicht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Und die beiden Fackeln muss ich irgendwann noch auschecken, wenn ich Feuer machen kann. Ich weiß leider nicht mehr, was sich da verbirgt. Und weh, es lohnt sich dann nicht. Jetzt haben wir anscheinend Tag. Da wir auch die Hymne der Sonne gespielt haben und... Ach verdammt, jetzt ist der kleine Strolch dann, ne? Habe ich ihn schon gesehen? Ja, da ist er. Deine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Der Arme hat keine Freunde. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder? Naja, doch. Dass du so eine Frisur hast als Kind, ist schon ziemlich gruselig. Muss ich mal so erwähnt haben. Jetzt kann ich ja auch nichts mehr verschieben. Mach bloß keinen Ärger. Ich sag's Boris. Hey, kleine Kinder wie du sollten ins Bett gehen. Außerdem, Boris juckt das genauso wenig wie mich. Weil ich habe vorhin tausende Gräber verschoben. Das hat den kleinen Boris auch nicht gejuckt. Hier war, glaube ich, dieses Grab von vorhin. Oh, first try. Like a pro. Den hier wollte ich mal erlösen.
Und schauen, was ich dafür bekomme. Wenn ich hier überhaupt was bekomme. Ich erinnere mich an irgendwas. Aber das scheint nur Hokuspokus gewesen zu sein. Ey, bin ich jetzt komplett behindert? Nein, schaut her, da war wirklich was. Ha, ich hatte recht. Dann kann ich das wieder von der To-Do-Liste löschen. Zombie-Friedhof-Wandhymne der Sonne. Ah, ich bin so profimäßig einfach unterwegs in dem Spiel. Sogar eine richtig fette Truhe habe ich hier bekommen. Wie kommt man auf sowas nur? Gut, es wurde vorhin gesagt, man soll die Zombies erlösen. Und hier ist ein einziger. Lol, dafür bekommt man sogar ein Herzteil. Ja, episch. Herzteil am Friedhof mit der Hymne der Sonne. Ich hatte das wirklich nicht mehr gewusst. Ich wusste, dass diese Stelle auffällig ist, aber dass man hier wirklich ein Herzteil bekommt, finde ich geil. Damit haben wir jetzt auch ein extra Herz, wie ihr sehen könnt. Wir haben schon 5 Herzen statt 4. Was uns halt jetzt noch fehlt, ist diese Skulltula. Und der Schatz der grausigen Grabgruseltour. Oh Mann, ich werde schon wieder müde. Dabei ist es doch erst 22:45 nachts. Und hier müssen wir auch noch was tun. Lesen. Hier ist ein Loch in der Erde. Ob man wohl etwas einpflanzen kann? Who knows? Ansonsten haben wir jetzt hier alles. Würde ich mal behaupten. Haben alle Gräber geöffnet. Diese Reihe. Und dann die lange Reihe hier. Haben die Hymne der Sonne bekommen, ein Herzteil bekommen. Navi will mich wahrscheinlich wieder mit Salia nerven. Natürlich, woher wusstest du das? Ach Navi, ich kenne dich einfach schon viel zu gut. Ja, wir haben uns jetzt 27 Minuten am Friedhof aufgehalten. Ich hoffe, euch geht das Let's Play nicht zu langsam voran. Aber ich habe ja gesagt, ich will jetzt doch, habe irgendwie doch Bock auf die 100% und da muss ich halt wirklich jeden Stein umdrehen. Es hilft doch wirklich nichts. Sonst finde ich nicht alles. Ich könnte alles nachschauen in der Komplettlösung, aber das wäre ja dann auch langweilig, oder? Wenn ich jetzt sage, ich hole jetzt die 5 Skulpturen, die sich hier verstecken, oder das Herzteil vom Friedhof. Wenn ich es auswendig wüsste, wäre es eine Sache. Aber das tue ich halt leider nicht mehr. Deswegen muss ich es mir erarbeiten oder im Nachhinein dann nachlesen. Oder ihr schreibt es mir einfach, wenn ich was vergessen habe. Ansonsten würde ich sagen, beim nächsten Part betreten wir dann endlich den Todesberg. Passieren ohne Erlaubnis des Königs nicht möglich. Ob wir hier durchgelassen werden mit Zeldas Brief und wenn ja, was uns dann erwarten wird, das erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dann.